Schönen guten Abend, Phil. Herzlich willkommen zur späten Stunde bei uns hier im Interview. Stell doch einfach mal ganz kurz selber vor. Ja, ich bin Philipp Weiler, bin 16 Jahre alt, bin in Ludwigsburg geboren und bin deutscher Staatsangehörigkeit. Mhm. Welche Position spielst du? Spitze, Stürmer. Mhm. Und du spielst auch schon länger bei 07. Was waren für dich damals die Gründe, oder was sind für dich heute noch die Gründe, bei 07 zu spielen? Mein bester Freund hat früher 07 gespielt und deswegen bin ich damals nach 07 gekommen. Und ja, dann bin ich bis jetzt auch hier geblieben. Macht auch Spaß hier. Mhm. Und was hast du für Ziele mit der Mannschaft in der Saison? Auf jeden Fall ganz oben angreifen, weil wir haben das Zeug dazu. Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall will ich mit der Mannschaft bei der Spitze mitspielen, also um die Spitze. Mhm. Und du als Stürmer hast natürlich auch wahrscheinlich Ziele für dich persönlich. Was wären das für Ziele? Also mein Ziel im Fußball wäre es, in die erste Mannschaft zu schaffen von Ludwigsburg. Und, ja, und auf jeden Fall dieses Jahr mit dieser Mannschaft ganz weit oben in der Tabelle zu landen. Und angenommen, Joachim Löw sagt morgen früh, er hat keine Lust mehr, Nationaltrainer zu sein, und du meldest dich beim DFB und sagst, ich möchte Nationaltrainer sein. Welchen Spieler würdest du sofort unabhängig von Nationalität in die Nationalmannschaft berufen? Patrick Herrmann. Okay, und du warst morgen früh auf, guckst auf seinen Kontoauszug und siehst, da ist ein bisschen mehr Lohn drauf gekommen als üblich. Welchen Spieler würdest du denn mit dem Geld holen? Welchen Starspieler? Für die Nationalmannschaft oder? Für deinen Verein, für den Sieben oder wie du möchtest. Balotelli, Andrea Pirlo und Mesut Özil. Ich glaube, da musst du alle 1 Million Euro auf den Tisch legen, aber das sind 3 Spieler, die kann man auf jeden Fall nicht mal gönnen. Philipp, dann sagen wir vielen Dank für das Interview. Ich wünsche noch einen schönen Abend und wir sehen uns mal wieder. Danke.